Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen hier in Fallout 4. Wir werden heute in das Krankenhaus vorstoßen und mal gucken, was da so drin ist. Gehen wir doch gleich mal rein. Hier war das Parkhaus. In der Kirche haben wir nochmal zwei Fusionskerne gefunden, aber wir wollen jetzt hier in das Krankenhaus Candle. Das Krankenhaus Candle, was wird uns da drin erwarten? Erstmal Unordnung. Und ich war gar nicht. Ah, na egal. Ich hab. Wieder mal bin ich voll gepackt bis oben hin. Ja. Ja, ja. Sie haben Krankenhaus Candle vollgepackt bis oben hin mit Schrott. Und da ist eine Tür. War hier was? War hier was? Nein? Hier war nichts. Bin wirklich Terminal zum Sperren. Kann man öffnen. War das? Hast du das gehört? Wer ist da? Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Was? Hey, ich bin blind. Da bist du ja, du kleiner Bastard. Und so spät. Das waren alle, sagt er. Nur, dass wir gerade voll den Molotow in die Fresse bekommen haben. Ja, aber es waren ja alle. Ne? Wow. Jetzt komm raus. Komm, guck um die Ecke. Guck doch um die Ecke. Da sind sie. Oh, hier muss auch. Ist das nicht dein erstes? Wow. Mach ich ja. Also ich würde hier von nichts mitnehmen wollen. Ja, ich auch. Jetzt redest du nicht mehr so einen Schmarrn, wa? Terminal zu werden. Schrupperkorre. Wow. Ah, ist die Nähe, die sind. Vor allem ist da auch was. Einfach immer schön rauf, dann geht das auch kaputt. So, die Waffe finde ich schön. Aber Maschinenpistole haben wir selber. Ist auch voll schwer bestimmt. Was ist das? Sturmgewehr nehmen wir aber mit, so. Patronen nehmen wir mit. Was haben die denn hier gemacht? Was sind das für komische Menschen? Die haben sie einfach alle hier raufgelegt und gestapelt, um sie zu verbrennen oder so. Bücher Rückgabebenutzung. Hallo. Marken ausgeben. Kickball kostet 2 Marken. Lupe. Jungle des Mondaffe. 400 Mark Treffer bleiben. Baseball. Aha, zurzeit haben sie aber 0 Marken. Möchten Sie gesammelt überfällige Bücher zurückgeben? Nein.
aha, was es nicht alles für Schrott gibt. Oh, hier hätte man ihn programmieren können, aber jetzt brauchen wir ihn auch nicht mehr. Jetzt brauchen wir ihn auch nicht mehr. Oh, hier nehmen wir uns ein Geld. Man findet nicht mehr viele von diesen Dingern. Nicht mehr viel Geld. Teddybär, die kann nicht mehr rennen. Komm mal her, Preston. Ich will dir was geben. Hey. Sag mir einfach wo. Erst wenn wir handeln. Ach Mann, Junge. Junge. Klar. So. Hier ist mein Vorrat. Nimm mal ein Kampfmesser, eine Pistole, Sturmgewehr. Und dann gehen wir weiter. Also hier. Irgendwie muss man nach oben kommen. Hier kommen wir nach oben. Guck mal hier. Also irgendwie sind die doch echt bescheuert, die Typen hier, ne? Hier gibt's noch einen Fahrstuhl. Was ein Sinn ist aber hier. Aber ich würde ihn gerne hier auf den Tisch legen. Na gut, dann hier hin. Joa, sieht fast aus wie ein Mensch, ne? Nur nicht ganz so. Messzylinder, so, ja. Mal gucken, wo uns der Fahrstuhl hinbringt. Nach oben bringt er uns. Kronkorken. Eine Zigarette, die noch an ist. Aber hier ist kein Mensch. Ist ja eigentlich kein Mensch. Oh. Wer? Du könntest dich verstecken. Warum mich nicht verstecken? Warte mal. Wieso ist Preston immer so langsam? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Leute, die haben sie nicht mehr alle hier. Alter. Ja, ich. Also vor einer Sekunde habe ich noch gelebt. So eine Scheiße. Sind wir wieder hier drinnen, ne? Ja.
Ja. Nein, nein. Also, das Krankenhaus ist ja ganz schön gut. Da sind Gegner drin, die können wir auch gleich mal besiegen, aber ich bin voll gepackt. Das Krankenhaus werden wir dann doch nochmal nächstes Mal machen. Dann werde ich jetzt nochmal zurückgehen. Vielleicht ein bisschen Haus bauen. Und ja. Ne? Dauert jetzt wieder lange, das Laden, ey. Ich glaube das nicht. Du brauchst eine neue Frisur? Ich suche einen Friseur in einer großen Siedlung. Darauf werden wir irgendwann mal zurückkommen. Die Gunner sind die am besten organisierte Söldnertruppe des Cannonwolves. Diese skrupellosen und best ausgebildeten Kämpfer übernehmen jeden Auftrag, wenn der Preis stimmt. Vielleicht sollten wir ein Gunner werden. Nächster Tipp bitte, wenn du schon so lange legst. Danke. Wenn du etwas stiehlst, wird der Besitzer normalerweise versuchen, sich Gegenstand zurückzuholen. Wenn das nicht möglich ist, könnte er angreifen. So, so ist das also. Es gibt kein College? College? Oder doch? Also, nee. Das ist ja Cambridge. Doch, College. Verwaltung, Cambridge, College Steiner. Das ist nicht. College Square. Sanctuary. Nochmal. Laden. Yogasen, gefährlich mutierte Bären, der Name von den Nachfahren ihrer Insassen eines Interregierungslagers für Chinesen aus der Zeit vom Großen Krieg stammt. Aha, Yaogai. Yaogai, Shikshangshok. Das Commonwealth ist ohnehin ein gefährlicher Ort, doch je weiter man ins Landesinnere vordringt, desto gefährlicher wird es. So. 1000 Schrott. So. Da werden wir noch ein bisschen aufräumen. Da bauen wir uns ein Haus. Guck mal her. Preston. Oh, er ist immer so lang. Wo ist er? Warum ist er da hinten? Reg mich nicht auf. Hey. Was gibt's? Willst du Vorräte tauschen? Kein Problem. Was er noch alles hat. Ja. Mir alles. So. Das kommt weg. Planke. Impro-Gewehr hat 38er Munition. Das heißt, im Impro-Gewehr können wir uns auch mal einmal zusammenbauen. So. Jetzt werden wir noch mal ein bisschen aufräumen hier. Um unsere Stadt ein bisschen zu verschönern. Fangen wir mal hier hinten an. Wir arbeiten uns jetzt hier so einmal links herum vor. Auch das hier. Alles verwerten. Alles, was wir nicht brauchen, werden wir verwerten.
Ja, auch so ein Schrott hier. Das brauchen wir nicht. Den kann ich noch nicht mal, weil er nicht drin ist. Ach doch, den kann ich schon, aber den hier nicht, oder was? Was für ein Schmarrn. Das auch nicht, okay. Wir räumen unser Haus auf. Unsere ganze Stadt, eher gesagt. Soll mal groß und schön werden. Mein Finger tut schon weh. Von dem ganzen Hin- und Her-Klicke hier. So. Das heißt, hier können wir schon mal eine Mauer bauen. Strukturen, Zäune, Zäune, Schrottzaun. So, was hier? Aber dann machen wir sowas. Enter bauen. Hier hätte ich ja gerne sowas wie so einen Hochstand auch, ne? Das heißt, ich gehe wieder zurück und muss Verteidigung, glaube ich, machen. Schutz, Wachposten. Genau. Nehmen wir den doch noch mal weg und tun den erstmal hier so hin. Wir können nämlich, obwohl, nee, wir können einfach den hier nehmen, aber wir machen den einfach dicht hier ran. Ach so, aber schon mal nicht. Muss schon der dichter dran sein. Wir werden nicht mehr durchgehen können, aber so geht das. So geht das gut. Wenn wir nämlich notfalls hier einen hintun, werden wir nochmal hier Zäune, so ein schönes Tor hintun. Hier aus. Gerade nicht. Wir bauen gerade unsere Verteidigung auf. Siehst du das nicht?
Ja, ich bin außerhalb des Bereichs, das ist mir schon klar, aber wie soll ich das denn sonst da hinbauen? So. So ist schön. Da kommen wir jetzt schon mal nicht mehr durch. Das heißt, wir haben jetzt schon mal hier die Ecke sehr. Und als nächstes hier uns um dieses Stück noch kümmern. Das wird auch noch mal so haarig. Das heißt, Barry. Kann man auch nicht durch. Hier kann man aber durch. Das aber auch hier raufstellen. Das hier raufstelle.
kommt man jetzt zumindest nicht durch. Oh, einfach den dahin tun. Es wird dunkel, es wird so dunkel. Ne, hier kann ich gar keinen Anhalt tun. Hier muss der sein. Kann ich wissen, hier so umdrehen jetzt. So, ist doch gut. So. So ist doch schon mal nicht schlecht. Also wir haben jetzt immerhin schon mal ein Achtel oder so von unserer neuen Supersiedlung vorbereitet, dass man hier hinten schon mal nicht durchkommt. Das heißt, der nächste Punkt wäre, das hier sicher zu machen, dass man hier dann auch nicht mehr durchkommt. Und hier ist auch noch so ein kleiner Weg. Hier dann so rum bis zu dem Haus. Hier vor oder hinter diesem Stück. Was machen wir dann auch ein andermal? Ja, was denn? Hey, Cotsworth. Sir, willkommen zurück, Sir. Ich hoffe, Sie konnten Hilfe in Concord finden. Also, das hatten wir schon mal beantworten. Neue Freunde, könnte ja. Man so sagen. Ich habe neue Freunde gefunden. Davon kann man heutzutage nie genug haben. Ich bin zwar nicht Mr. Gutsy, es wäre mir aber eine Ehre, Sie im Commonwealth zu begleiten. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Später. Später vielleicht. So. Also, an der Stelle sage ich wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.